Hallo, so schnell sieht man sich wieder. Herzlich willkommen auf dem Schießstand. Unsere heutige Lektion: nach DJV Schießvorschrift die perfekte Anschlagsart für eure Disziplinen im Prüfungsschießen. Heute werden wir verschiedene Anschlagsarten euch zeigen und die perfekte Herangehensweise erläutern und demonstrieren, damit ihr den perfekten Büchsenschuss in eurer Prüfung absolvieren könnt. Also, lasst uns starten. Anschlagsart: liegend, aufgelegt, liegend, freihändig auf den Fuchs. Ich demonstriere. Gehörschutz. Liegendposition für den Rechtsschützen. Mit rechts angewinkelten Beinen zur Stabilisierung der Körperhaltung. Für den Linksschützen. Links angewinkeltes Bein. Linksschütze und Rechtsschütze fassen entweder den linken Arm oder den rechten Arm im ersten Drittel des Schaftes an. Eine saubere Körperhaltung und eine saubere Körperstabilität erhalten wir nur, wenn wir im vorderen Bereich einen ca. 90 Grad Winkel, jeweils 45 Grad des linken und des rechten Armes zum Schaft aufweisen. Ein zu flacher Winkel sorgt für tiefes Hineingehen in die Waffe und für einen enormen Kraftaufwand. Ein zu steiler Winkel beider Arme sorgt für Instabilität, also wir haben ein hohes Wackeln des Absehens im Ziel. Kontrolle der Waffe vor dem Schuss. Parallaxeausgleich, Dioptrienausgleich, passt. Achtet bitte darauf, dass die Parallaxe auf die entsprechende Entfernung eingestellt ist. Für den lernenden Jagdschüler empfehle ich eine maximale Vergrößerung, einer 12-fachen Vergrößerung. Okay, laden auf dem Schießstand immer einzeln, eine Waffe ohne Riemen. Fertig laden, entsichern. Waffe ist geladen und entsichert. Waffe ist schussbereit. Waffe in die Schulter einsetzen, Ziel suchen. Fuchsscheibe, in der Optik erscheint der Fuchs. Achtet bitte darauf, dass ihr einen ordnungsgemäßen Augenabstand habt. Der Augenabstand ist wichtig, damit die Parallaxe nicht allzu sehr zu arbeiten hat und keine schwarzen Ränder in der Zieleinrichtung erscheinen. Danach beginnen wir mit einer sauberen Atemtechnik. 3 bis 4 Mal ein- und ausatmen. Beim letzten Einatmen 1/3 Lungenvolumen entfernen, Luft anhalten. Und danach sauber, langsam und kontinuierlich den Abzug bedienen. Nicht reißen, langsam ziehen. Sicherheit hergestellt, dasselbe Spiel noch einmal. Sauberer Augenabstand, Ziel suchen, saubere Armhaltung, Atmung beginnen, Atmung abschließen, Kopf redet mit Finger, langsam ziehen. Sicherheit herstellen. Sicher. Zur Trefferaufnahme. Nach erfolgter Schussabgabe kommt die Trefferaufnahme. Wie hier zu sehen, ist auf der DJV Wildscheibe eine perfekte Schussleistung von 2x10 Ringen zu sehen. Wie kann ich zu diesem Ergebnis kommen? Kurzer Rückblick in die Theorie. Was ist das Absehen? Das Absehen ist die Zieleinrichtung im Zielfernrohr. Was ist das Abkommen? Das Abkommen ist die Stelle auf dem Wild oder die Stelle auf dem Ziel, wo sich bei Schussabgabe die Zieleinrichtung befand. Wie komme ich zum Ergebnis, dass meine Zieleinrichtung exakt zu dem Zeitpunkt hier steht, wenn mein Finger sich bewegt und der Schuss für den Schützen unerwartet bricht? Ich suche mir einen Hilfspunkt.
Der Hilfspunkt auf der DJV Fuchsscheibe liegt an folgendem Punkt. Am Vorderlauf sehen wir einen weißen Strich und an der oberen Gehörspitze eine gedachte Linie zum vorderen Vorderlauf. In der Mitte dieser gedachten Linie liegt exakt die 10. Dort werde ich versuchen, mein Absehen abzustellen, mit meiner Atemtechnik zu beginnen. Am Ende der Atemtechnik halte ich für einen kurzen Augenblick die Luft an, maximal 2 bis 3 Sekunden. In dieser Zeit bewegt sich mein Finger ganz zärtlich nach hinten und baut ganz zärtlich Druck auf den Abzug auf. Der Schuss bricht für den Schützen völlig unerwartet. Diese Treffpunktlage kann das ihrige Ergebnis sein. Viel Erfolg!